Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleines physikalisches Alltagswissen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Fahrraddynamo. Ein Dynamo, den kennen wir alle, den haben wir alle am Fahrrad. Heutzutage gibt es 100 verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Dynamo bauen kann. Ich habe mich hier mal für den klassischen Dynamo entschieden, um euch das mal zu erklären, wie der eigentlich funktioniert. Ein Dynamo besteht, wie ihr alle wisst, aus einem Rad, was gedreht werden muss, um Strom zu erzeugen. Und auf der anderen Seite haben wir hier zwei Pole, an denen wir den Strom abnehmen können, der erzeugt wird, und dann können wir damit eine Lampe speisen oder was auch immer. So, aber was ist hier drin? Das Innere eines Dynamos besteht im Wesentlichen aus einem Magneten und einer Spule. Der Magnet, der ist auf diese drehbare Welle hier montiert, und eine Spule ist erstmal nichts anderes als aufgewickelter Kupferdraht. So, die Spule hat auch zwei Enden, und der Nord- und der Südpol des Magneten kommen durch die Rotation immer abwechselnd an den Spulenenden vorbei. Das hat zur Folge, dass die Elektronen innerhalb des Kupferdrahtes der Spule sich immer einmal in die eine Richtung und in die andere Richtung bewegen, also fließen. Das nennt man Wechselstrom. Und so entsteht der Strom innerhalb eines Dynamos. Ein Magnetfeld wechselwirkt mit den Elektronen, mit den Ladungen innerhalb des Kupferdrahtes. Dadurch beginnen die Elektronen zu fließen und dann haben wir unseren Strom. Wenn man eine Glühbirne mal in Zeitlupe betrachten würde, würde man sehen, dass das Licht gar nicht kontinuierlich leuchtet, sondern immer nur blitzt, pulsiert. Und zwar genau in dem Tempo, in dem die Magnetenden immer wieder an der Spule vorbeikommen. Glühbirnen im Haushalt leuchten mit einer Frequenz von 50 Hertz. Das heißt, der Strom ändert 50 Mal pro Sekunde seine Richtung, das heißt, das Licht flackert 50 Mal pro Sekunde. So, das war aber noch nicht alles, weil ich denke hier so 12, 13 Volt oder was dabei rumkommt, das ist nicht alles. Und 25 km/h ist auch noch nicht das Maximum, und genau deswegen werden wir jetzt mal ein schwereres Geschütz dafür auffahren, um zu schauen, was kriegen wir hier alles raus. Tausend erstmal. Okay, lass die Kupplung langsam, warte. Lass die Kupplung langsam kommen. Okay. Mehr. Mehr. Okay. Kupplung ziehen und Motor aus.
Man sieht jetzt hier ganz leichte Abnutzungsspuren an den Seiten, wo ich den dran gehalten habe, aber sonst ist der noch voll intakt. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Fühlt sich auch noch ganz normal an. Also keine größeren Mäkel. Der Makel. So, wie ihr gesehen habt, der Dynamo ist noch heile. Es überrascht mich wirklich, hätte ich nicht gedacht. Ich werde es mir in den nächsten Wochen zur Aufgabe machen, wenn ich Ideen habe, das Ding kaputt zu machen mit einer maximalen Drehzahl, um zu gucken, was kriege ich hier wirklich maximal raus. Ich war auf der Autobahn mit dem Motorrad und habe geguckt, 5.500 Umdrehungen im fünften Gang, was wir maximal hatten zum Testen des Dynamos, entspricht 115 km/h. Das heißt, 115 km/h übersteht das Ding locker, kurzzeitig. Ich weiß nicht, wie das langzeittechnisch aussieht. Wenn ich jetzt eine Stunde 115 mit dem Ding fahre, wird er mir wegschmelzen, davon kann ich ausgehen. Weil man konnte ja auch gerade sehen, dass das schon langsam hier oben der Kunststoff angefangen hat, sich abzunutzen. Aber ich will halt wissen, was kriege ich hier maximal raus? 115 km/h für ein Fahrraddynamo ist schon echt viel. Und deshalb habe ich mal ausgerechnet, wie oft sich das Dynamorad eigentlich pro Minute gedreht hat. Das ist schon nicht wenig, oder? So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.